Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anna. Ja, Freunde, da sind wir wieder, mitten in dem Haus. Das letzte Mal haben wir ein paar merkwürdige Rätsel gelöst. Und darüber hinaus haben wir wohl das erste Mal Anna so ein bisschen kennengelernt. Ja, wir haben teilweise, wie gesagt, Rätsel gelöst. Ich würde gerne mal kurz in mein Inventar schnuppern. Ja, hier haben wir es. Wir haben nämlich ein rituelles Messer zusammengewerkelt. Und damit können wir jetzt eventuell was anstellen. Das rituelle Messer. Mal gucken. Ja, ich muss erst wieder mit der Steuerung warm werden. Hallo, danke. Ja, das letzte Mal, ich bin natürlich wie immer auf euer Feedback gespannt. Das letzte Mal gab es da auch ein bisschen negative Kritik, leider nur in Form von Dislikes, womit ich nicht viel anfangen kann, Freunde. Gut, einige haben gemeint, sie magen solche altbackene, unlogische Rätsel nicht. Andere wiederum hatten ein Problem mit der Musik, beziehungsweise des fehlenden Horrors. Dazu möchte ich mal kurz was sagen. Ich glaube, wir haben das Spiel einfach ein bisschen falsch eingestuft. Hier handelt es sich einfach um ein mysteriöses Adventure, nennen wir es einfach mal so, und gehen mal einfach nicht von diesem Standard-Horror à la Amnesia oder so aus. Auch die Musik finde ich sehr schön. Sie hat etwas Melancholisches und irgendwie auch etwas Beruhigendes, was mir vielleicht auch absichtlich ein bisschen sagen soll, vielleicht ist ja Anna jetzt nicht unbedingt was Furchterregendes oder so, versteht ihr? Naja gut, reden wir nicht lang groß drüber herum. Ich würde mich natürlich über schriftliche Kritik mehr freuen, wie über Dislikes, weil da kann man sich dann sonst was denken. Nichtsdestotrotz werden wir nun mal weitermachen. Wir versuchen es zumindest, dieses rituelle Messer in diese Aushöhlung in der Wand zu benutzen. Warum sollte ich das machen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, da geht's schon wieder los mit den Rätseleien. Hier haben wir noch eine seltsame Tür. Aber ich vermute, da kann ich nicht unbedingt was dran machen. Geschlossen. Warum sollte ich das mit meinem... Da oben ist eine seltsame Zeichnung von Augen. Wer sie wohl gemacht hat, vielleicht ein Junge aus dem Ort. Ja, das wissen wir ja schon. Das haben wir das letzte Mal schon gecheckt. Kann ich da... Ach nein, das ist nur ein farbiger Stein. Ich probiere jetzt trotzdem mal, dass eventuell... Vielleicht ist das ja ein besonderes Schloss, wo nur dieses rituelle Messer oder so reinpasst. Das wird nicht klappen. Das ist schade, dass das nicht klappt. Dann muss ich mit meinem super tollen Messer mich hier noch ein bisschen umgucken. Ob ich nicht vielleicht doch eine Kleinigkeit übersehen habe. Eine Ofentür. Wüsste ich immer noch nicht, was ich damit machen soll. Bleibt doch nicht zu. Ja, es ist von der Spielmechanik natürlich, da habt ihr schon recht teilweise. Da hat man schon Besseres gesehen, ist klar. Aber ich finde trotzdem, man kann solchen Spielen ruhig mal eine Chance geben. Und das war dieses super tolle Schloss, womit wir natürlich auch nichts ändern können mit unserem super tollen rituellen Messerchen, ne? Ach komm, jetzt nimm es doch. Use. Nee, das geht nicht. Okay. Ja, ich will nur ungern jetzt gleich wieder zu Beginn hier rumhängen. Und ja, das Spiel zwingt mich förmlich dazu, schnell einen Cut zu machen und euch wieder reinzuschalten, sobald ich einen Plan habe, wo es hier weitergeht. Wer weiß, vielleicht sind dann die Hängphasen ja auch erstmal vorbei, wenn wir diese zwei, drei Räumchen hier hinter uns bringen. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe noch nicht unbedingt weitergefunden. Ich habe nur meine Trinkflasche mit Wasser aufgefüllt. Da hinten ist ja eine Pfütze. Und habe mir gedacht, ich schalte euch jetzt einfach mal rein, wie ich jetzt versuche, voller Hoffnung, dieses sinnlose Feuer hier auszulöschen. Sehr geil. Siehe da, es hat geklappt und da ist ein Schlüssel drin. Ich hoffe... Hallo, Anna? Ja, dann lach halt. Okay, ich glaube, sie mag mich nicht. Ich habe das letzte Mal, weil das ist ja auch witzig. Also, trotz all der Dislikes habe ich nur positive Kommentare bekommen und interessante Kommentare vor allem. Einer hat nämlich gemeint, dass Anna sich in jedem Spielverlauf auch ein bisschen anders verhalten kann. Manchmal ganz nett, manchmal aber auch voll das kleine Miststück. So, bekomme ich den Schlüssel? Pick up. Danke. Es gibt nur... Forever and ever.
Aha, welcher Liebesschwur wurde hier gemacht? Hey, hier können wir ja ein bisschen durchspitzeln. Das ist mir das letzte Mal noch gar nicht aufgefallen. Moment mal, die Tür ist ja offen, oder? Ist die Tür jetzt auf einmal offen? Der Riegel sieht nicht mehr so... War das jetzt Anna? Hallo, ich würde gerne aus dem Menü raus. Oh, Leute. Okay, es macht mich gerade ein bisschen... Moment, mal probieren. Nein, das geht nicht. Putz. Okay. Okay, ich hab's kapiert. Dann versuchen wir, diesen Schlüssel zu benutzen. Ich könnte ihn mir auch mal ein bisschen genauer anschauen. Ein kleiner Schlüssel, der zwischen der Asche im Ofen gefunden wurde. Jo, das weiß ich eigentlich. Danke. Okay, probieren wir ihn mal hier zu benutzen. Na? Nichts zu machen. Das finde ich aber doof von dir. Dann können wir es natürlich bei der Luke hier probieren, die wir das letzte Mal gefunden haben. So. Benutzen. Das macht keinen Sinn. Junge. Ein Schlüssel. In ein Schlüsselloch zu stecken. Macht verdammt viel Sinn. Hey, hier ist noch eine Falltür. Die haben wir das letzte Mal noch nicht gesehen. Mal anschauen. Eine Falltür in der Decke. Jo. Ich weiß nicht, wie ich an sie herankommen soll. Ich hätte da so eine Idee. Gucken mal, was da ist. Aber die Idee gefällt dir anscheinend nicht. Das finde ich doof von dir, mein Freund. Nö. Interessiert sich Nüsse für diese Leiter hier. Jetzt sag mir nicht, ey, jetzt kriege ich einen Schlüssel und ich kann nichts, aber auch gar nichts damit öffnen. Das gibt's ja wohl nicht. Die wollen mich jetzt echt ein bisschen foppen hier, oder? Ich glaube nicht, dass ich das in mein Lieblingsloch hier einfügen muss. Das wäre ja Schwachsinn. Ich probiere es natürlich trotzdem nicht zu machen. Also wirklich, ey. Warte mal, war draußen noch eine Tür, die verschlossen war? Nee, ne? Da war nur diese Eingangstür, die wir jetzt offen haben. Oder gab es da noch so eine... Moment mal, gab es da nicht noch einen Hintereingang? Ich werde mal kurz gucken. Ich werde mal kurz gucken gehen, wenn das überhaupt geht. Sie geht nicht auf. Ja, was soll denn der Shit? Wahrscheinlich klemmt das Schloss. Welches Schloss, Freund? Das von außen oder was? Da außen war gar kein Schloss. Das wüsste ich. Ich muss schon zugeben, das Spiel hat so seine mechanischen Macken, nenne ich es einfach mal. Es will mich hier ein bisschen zum Verzweifeln bringen. Ich merke das schon. Jetzt haben wir einen Schlüssel und wir können nichts damit machen, ey. Vor allem, ich... wundere mich über diese Tür, ganz ehrlich, als würde sie theoretisch aufgehen. Schaut euch das an, wie weit ich die eigentlich rauskriege. Warum geht die von innen nicht weiter auf? Das macht doch keinen Sinn. Ich kann sie auch nicht weiter nach innen drücken oder so, was ich gerade versuche. Nee, das geht nicht. Nee, nö, will nicht. Will einfach nicht. Da, Steinchen aufheben. Ja, Mensch. Du Scheißtür. Ja, es ist das, also ich finde nicht die Musik atmokillend, wie ein paar Mal gemeint wurde. Ich finde eher diese Unterbrechungen einfach vom Spielfluss her, finde ich jetzt ziemlich nervig. Und ein bisschen deprimierend, ehrlich gesagt. Schlüssel, der bringt einfach nichts, ey. Gibt's ja wohl nicht. Naja, so, aber das ist eben auch so bei Kleinprojekten, wisst ihr? Ich will euch da ja keinen Murks vorsetzen. Ich habe natürlich selbst immer die Hoffnung, dass da voll das geniale Spiel dahinter steckt. Und Trailer lassen da manchmal auch einfach was anderes, ja, vermuten. Ich will nicht behaupten, dass es mir keinen Spaß macht oder so. Aber naja, es ist halt, letztendlich ist es dann ein bisschen enttäuschend, wenn man dann sowas erlebt. Hallo Vase, hey, ich hätte eine Idee. Ich könnte, genau, meine volle Feldflasche, warum ist die eigentlich noch voll? Egal, aber ich könnte einfach mal da, ne? Das wird nicht klappen. Warum? Warum? Bist du zu blöd dafür, Wasser da einzukippen? Beim Feuer konntest du das doch auch. Willst du den Topf jetzt mitnehmen? Kaputter Ofen. Aha, ist ja kaputt. Der Ofen ist kaputt gegangen. Wenn ich ihn in diesem Zustand anzünde, fülle ich den Raum mit Rauch. Mhm. Oh, gäb Schlimmeres. Ja, die Stimmen kamen auch von da. Vielleicht kann ich die Decke wegziehen. Nee, da geht nichts. Vielleicht noch eine andere Falltür oder so finden. Oder ich muss irgendwie mir ein Treppchen bauen, um an die Falltür zu kommen. Glaube ich aber nicht. Die Wasserstrahlsäge, da werde ich auch nichts mehr tun können. Ach, Leute. Ja, ich kann es ja verstehen, aber... Verdammt nochmal. Schau es dir mal an. Geschlossen, sagt er da einfach nur. Da oben ist eine...
irgendwas an den Zeichnungen machen. Aber da kann ich ja nichts machen. Das ist nach wie vor die eine Tür. Nee. Ich muss nochmal rauscutten. Ich habe keinen Bock hier schon wieder rumzuhängen. Ist auch nichts. Warte mal, ein zerrissener Zettel? Oder? Nee, Quatsch, ist es nicht. Okay. Moment. Hier, das habe ich auch schon versucht. Ja gut. Hilft alles nichts. Dann noch einmal bis gleich. Okay, Freunde, das war eventuell mein Fehler. Hier, die Schublade. Ich habe sie komplett vergessen. Ja, ist halt auch so ein Nachteil, wenn man eine Woche lang nicht mehr gespielt hat. Dann vergisst man so Kleinigkeiten, dass wir eigentlich dann noch was mit einem Schlüssel hätten. Diese Schublade. Ja, und es passt sogar. So, aha. Was ist denn das? Da ist ein kleines Kistchen drin. Mal anschauen. Eine Holzkiste. Auf einer Seite ist ein Loch. Okay. Sieht fast wie eine Miniaturkamera Obscura aus. Yay, können wir damit auch Geister abknipsen und sie einfangen und so. Ja, falsches Spiel, ich weiß. Ey, hör auf, dich selbstständig zu machen. Ich bin ja noch nicht fertig. Ein Stapel zusammengebundener Blätter. Farbige Blätter, die mit einer Grasschnur zusammengebunden sind. Hm. Ob ich die noch gebrauchen könnte? Wir nehmen das mal mit. Also ich versuch's zumindest. Genauso wie... What you lost is not here. You shan't find it again, you know. Na, wenn du das sagst, Werteste. Ich will auch das mitnehmen. So. Jetzt haben wir alles einfach eingesteckt. Gucken uns das nochmal genauer an. Wir haben da ein Loch drin. Könnten natürlich versuchen, da rumzustochern. Wobei, ich könnte auch versuchen, das da mit dem Stängel da rein zu stecken. Ich wüsste nicht, was das bringt, aber wir probieren es einfach mal. Wir usen das jetzt mit dem. Das macht keinen Sinn. Okay, ja, es macht so manches keinen Sinn, aber wir machen es trotzdem. Use damit. Wird nicht klappen. Sie hätten es auch ein bisschen mit diesen... Nein, geht nicht antworten, hätten sie es auch ein bisschen schöner irgendwie beschreiben können. Was kommt mir bloß in den Sinn? Mein Gott, er will nichts an dem Loch machen. Vielleicht wollen wir Loch zu Loch irgendwie hinzufügen und dann kann die Party steigen, keine Ahnung. Mal gucken. Holzkiste benutzen mit. Yay. Hey, cool, da ist jetzt ein Bildchen drin. Was ist denn das? Das sieht aus wie... Was ist denn das? Ich kann es gar nicht genau erkennen. Ach, wir lassen es uns einfach sagen, ne? Ah, jetzt sehen wir es gut. Das sind zwei Berge, die ich gut kenne. Castor und Pollux, die Zwillinge. Sieht aus, als hätten diese Seite der Sägemühle keine Sicht auf sie. Aha. Okay. Und nun? Nochmal, warte mal. Das sind zwei Berge, die ich gut kenne. Castor und Pollux, die Zwillinge. Sieht aus, als hätte diese Seite der Sägemühle keine Sicht auf sie. Okay, gut, damit kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen. Castor und Pollux übrigens, das erinnert mich an einen Film. Nämlich Face Off im Körper des Feindes. Da hießen die Gegenspieler genauso, glaube ich. Nein, nicht die Gegenspieler, sondern, glaube ich, die Geschwister. Ach, ich bin mir vielleicht auch nicht mehr so 100% sicher. Gut, das muss jetzt aber auch irgendwas gebracht haben, oder? Kann ich das wieder mitnehmen? Oder kann ich es noch weiter irgendwie modifizieren? Kann ich es kaputt machen oder so? Oder Blätter dran halten? Weil es irgendwie verschnörkelt besser aussieht? Ich weiß es ja nicht. Ich probiere es jetzt einfach lieber mal durch. Bevor ich irgendwas... Ja. Ich probiere es trotzdem noch mit meinem coolen Messer. Ich kann es auch mit dem Feuerzeug wieder probieren. Der zündelt doch eh so gerne, der Kerl. So, komm. Holz brennt gut. Steck alles in Brand hier. Nein, er will's nicht, okay. Ich werde es mal drin lassen. Vielleicht hat's ja irgendwie einen Mechanismus geöffnet oder ich muss mir das draußen nochmal angucken. Wobei, ich kann ja eigentlich gar nicht raus, hat er zumindest gemeint. Ja, du brauchst immer noch einen Schlüssel dafür, das habe ich befürchtet. Da geht nach wie vor nichts. Diese Blätter. Ein Stapel zusammengebundener Blätter. Wofür könnte ich das gebrauchen? Frag ich mich. Da geht nichts. Ist verschlossen. Da oben will er nicht hoch.
Da habe ich jetzt das reingemacht. Was mir aber irgendwie auch nichts bringt. Mal gucken, ob ich raus darf. Sie geht nicht auf, okay. Tja, wahrscheinlich klemmt das Schloss. Das ist Pech für mich. Die Blätter, ey. Was könnte ich mit den Blättern machen? Warte mal, diese Vase ist das einzige Interaktionsdingens. Mal gucken. Ja, ich weiß, es ist sinnlos, aber es muss ja einen Sinn haben, dass man damit eventuell was machen könnte. Das haben sie bisher nie so freiwillig da ohne Grund was gemacht, normalerweise. Vielleicht können wir da irgendwie diese paar Blüten da abschneiden oder so. Nee, geht nichts. Oder will das standardmäßig verbrutzeln? Ich weiß, ich mache schon wieder viel zu viel Blödsinn, anstatt ernsthaft hier versuchen weiterzukommen. Nee, wieder nicht. Okay, super. Klasse. Wieder ein Schrittchen weiter und doch nix. Das ist ein bisschen deprimierend. Ja, ich mach mal die Schublade wieder zu. Vielleicht bringt mir das was, wenn ich aus dem Muntermenü rauskommen würde. Danke. So, komm. Ist auch ein bisschen hakelig, die Steuerung an solchen Stellen. Naja. Gut. Mann, das muss doch jetzt da hinten was bringen. Vielleicht muss ich es wieder an mich nehmen. Oder ich kann das vielleicht drehen oder so. Warte mal. Hexen. Pickup. Ne, wir benutzen es mal. Ich kann es nicht benutzen. Schade. Wobei da ist. Ich kann es nicht nehmen. Es ist an der Wand genagelt. Seit wann denn? Hast du es dran genagelt oder was? Also. Manchmal sind zwei Berge, die ich gut kenne. Gut, den Text kennen wir. Oh Mann, auf was habe ich mich da eingelassen? So langsam komme ich ja auch selbst. Ich verteidige ja gerne die Spiele, die ich spiele, aber das... ja. So langsam frage ich mich da wirklich an manchen Stellen, was haben sie sich dabei gedacht? Aber egal, ich will wissen, wie das weitergeht, der Spaß hier. Auch wenn ich hier total den Mist gerade schon wieder mache. Ein Stapel zusammengebundener Blätter. Für was könnte ich denn das gebrauchen? Komm, wir machen sie kaputt. Okay, hab schon kapiert. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich mache einen Cut hier. Und morgen geht's dann in alter Frische weiter, wenn ich mal wieder hoffentlich ein Schrittchen weitergekommen bin. Und euch dann, ja, diesen Fortschritt präsentieren darf. Bis dahin, ich wünsche euch was. Euer John McCloud.